Moin Leute! Ja, es ist Donnerstag, der 16. glaube ich. Und ja, was wollt ihr eigentlich erzählen? Ja, gestern war extrem viel los. Wir hatten, glaube ich, eine große Gruppe von 22 Leuten. Und ja, haben das super bravourös gemeistert. Waren auch alle zufrieden. Ja, bin ich auf jeden Fall sehr stolz drauf. Und ja, eigentlich wollte ich jetzt Tee kochen und suche gerade die Zitronenmelisse, aber ich finde sie nicht. Hier vielleicht? Auch nicht. Ja, Zitronenmelisse finde ich nicht. Dann koche ich jetzt halt Gemüsebrühe. Kinder wird wahrscheinlich wissen, wo die abgeblieben ist. Was wollt ihr erzählen? Achso, ja, es macht total Spaß jetzt, auch gestern mit der großen Gruppe zu kochen, wenn der Kombi einfach funktioniert und nicht die ganze Zeit nur tropft. Ist wirklich super. Und die Kühlung, also der Kältetechniker war jetzt da, hat das letzte Teil angebaut und die Kühlung funktioniert jetzt auch. Wir haben jetzt endlich. So, wir haben jetzt endlich gekühlte Getränke vorne und die müssen nicht mehr nach hinten laufen. Ständig um ihre Getränke zu kühlen. Das heißt, ihr seht, da muss jetzt nicht mehr alles voller Bierflaschen und Brauseflaschen stehen und so weiter. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr super. Sehr super. Jo, was noch? Ach so, ich hatte ja immer mal gesagt, dass wir bei dem Sommerfest in Prero dabei sein werden. Aber ich habe den Initiator gestern eine E-Mail geschrieben, dass wir das sozusagen absagen. Ich stelle mal kurz den Topf rüber. Dass wir das sozusagen absagen, weil ja, das ehrlich gesagt ganz schön viel wird für uns. Also wir haben jetzt den Laden hier und ja, wollen den erstmal zum Laufen kriegen, beziehungsweise wollen den erstmal am Laufen halten. Denn das Ding war, als wir das damals machen wollten mit dem Sommerfest, war das eigentlich unter Vorbehalt. Weil, also wir haben mal gesagt, na mal gucken, ob das klappt. Weil das war echt ein Monat nach der Eröffnung. Ne? Also am 1. August, am 4. Juli aufgemacht, am 1. August sollte das Sommerfest sein. Ja, das war dann halt, ja, es wäre dann halt ein bisschen schwierig gewesen. Angenommen, es wäre jetzt total wenig los bei uns, also wir würden gerade so hinkommen mit unseren Gästen und so weiter. Da hätten wir es auf jeden Fall gemacht. Einfach, ja, als Werbung im Endeffekt, um es ein bisschen bekannter zu machen. Aber momentan ist es halt echt, dass so viel los ist, dass wir ja, den Laden hier quasi wirklich schließen müssten. Davor hatten wir auch gedacht, dass einer von uns hinfährt mit noch ein paar, mit vielleicht noch einem Angestellten oder dass vielleicht zwei von uns hinfahren und der andere hier bleibt und alleine den ganzen Tag kocht. Aber wie ich schon mal gesagt habe, das ist irgendwie nicht so wirklich möglich, weil es wirklich immer einen riesen Ansturm gibt. Also fast immer, ich glaube, an wenigsten Tagen war das jetzt mal so, dass wirklich mal so wenig los war, dass es einer alleine geschafft hat. Oder noch gar nicht eigentlich. Immer so am Anfang und irgendwie dann nach einer gewissen Zeit kommen dann so viele Bons und neue Essen und neue Gäste, dass man das alleine nicht mehr hinkriegt, es sei denn, man hat dann nachher riesig lange Wartezeiten. Ja, deswegen haben wir das jetzt abgesagt und ich hoffe mal, dass das nächstes Jahr klappt. Da sind wir schon ein bisschen eingespielter, dann sind wir routinierter und dann kann das auch schon ganz anders aussehen. So, ach ja, und der Koch war gestern hier, hatte ich ja erzählt, dass wir ja jemanden haben zum Probearbeiten. Und ja, ich muss sagen, hat echt Spaß gemacht. Ich meine, wir waren sowieso zu dritt in der Küche, das hat das Ganze nochmal ein bisschen einfacher gemacht. Auch wenn er jetzt noch nicht von allen Gerichten Bescheid wusste, logischerweise. Hat aber trotzdem sehr viel Spaß gemacht mit ihm. Und ich denke mal, dass das was wird. Wenn er möchte. Also es liegt jetzt eigentlich im Endeffekt jetzt an ihm. Ob er bei uns anfangen will. Oh.
Strömer machen wäre auch nicht schlecht. Ah, jetzt. Oh. So viel dazu. Ja, sowas zu viel Neues gibt es jetzt gar nicht, davon abgesehen. Ja, ich werde mich in den nächsten Tagen auf jeden Fall nochmal melden, mal gucken, was alles noch so passiert. Jetzt werde ich erstmal vorkochen. Ich glaube, wir haben gestern ziemlich viel verbraucht. Ich glaube, Quinoa war ganz alle. Quinoa? Ah, gut. Ja, ich werde mich auf jeden Fall nochmal melden. Vielleicht wahrscheinlich sogar in diesem Video werde ich das einfach hinten ranschneiden wieder, so wie letztes Mal. Fand ich irgendwie ganz praktisch, so ein paar Tage in einem Video. Okay. Bis dann, tschüss. Ahoi Leute, ja, wir haben heute Montag. Und heute ist was ganz Besonderes. Oh. Ja. Kuchen ist auch da, ja. Wir haben es heute erstmal versucht, eine Schicht allein zu machen. Und zwar bin ich jetzt quasi früh da. Und Josef kommt nachher um, wann kommt er eigentlich? 16 Uhr? 17, 15 Uhr? 16 Uhr? 16 Uhr, irgendwie so ähnlich. Und macht quasi die Abendschicht alleine. Einfach mal, damit wir nicht jeden Tag 12 Stunden hier arbeiten quasi. Ja, und es hat gut geklappt. Hast du gut geklappt? Ja, es hat super geklappt. Ja. Ja, es hat super geklappt. Ja, es war ein bisschen ungewohnt irgendwie, weil ja, normalerweise hat halt Josef oder je nachdem, wer halt am Salat, an der Salat, wie heißt denn das, am Salatposten war, hat halt da sich drum gekümmert, hat den Desserts gemacht nebenbei und heute habe ich halt sozusagen beides gemacht. Ja, es war am Anfang ein bisschen ungewohnt. Ich habe am Anfang erstmal eine gratinierte Tomate in den Ofen geschoben und habe sie dann vergessen, weil ich daran gewöhnt war, dass Josef die normalerweise macht. Deswegen, ja, aber ansonsten danach ging es auf jeden Fall sehr gut. Ja, Küchenschluss ist jetzt schon. Wir essen jetzt gleich wunderbare mexikanische Burger. Ach ja, mit Risotto. Und Salat. Ja, so viel dazu. Ja, demnächst werden wir die Öffnungszeiten ändern, aber das werde ich nochmal im Video, glaube ich, auch nochmal ankündigen. Auch ab wann genau das sein wird, wahrscheinlich ab August, denke ich mal. Also werden die Öffnungszeiten ein bisschen ändern, keine Angst. Wir werden schon noch 6 Tage die Woche auch haben. Ja, dann werden wir uns jetzt mal was Schönes zu Gemüte führen. Und ich melde mich nächstes Mal irgendwann demnächst nochmal. Tschüss! Ahoi Leute, ja, heute ist Mittwoch und der zweite Tag, wo ich jetzt, wo wir quasi einzeln die Schichten machen. Und ja, für meinen Teil zumindest. Räume ich erstmal auf. Für meinen Teil zumindest klappt das recht gut. Bei Josef glaube ich auch. Kriegt er auf jeden Fall auch gut hin. Und ja, es gehen immer noch eine ganze Menge Sachen schief, wie jetzt zum Beispiel haben wir heute Ware von Terra bekommen. Irgendwie hat sich da ein Fehler eingeschlichen. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie ich glaube 2 Rollis zu viel Ware. Also hier wirklich ganz viel Bier, Dinkel, Milch und Brausen und Säfte, die wir eigentlich gar nicht bestellt haben. Die werden auch morgen wieder abgeholt. Solange stehen sie uns hier erstmal im Weg rum. Ja, passiert auch noch sowas auf jeden Fall. Und ja, das Messgeschäft ist gerade hinter uns, also hinter mir, hinter Dietlin und mir. Und ach, ich rede mit mir selber. Und wir versuchen hier gerade ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Und ja, verlustig, vorhin kam mitten im Stress, wo gerade die Bonkine da voll war, jemand rein und hat uns hier irgendwelche Getränke zum Probieren dagelassen, die wir dann bei ihm eventuell bestellen können. Leider sind die, also lecker sind sie, das ist jetzt so ein Energy Drink. Leider sind sie nicht bio. Und das eine ist in einer Plastikflasche, das ist irgendwie so ein komischer veganer Tee. Das hier ist so ein Energy Drink und in der Dose halt. Das einzige, was mich jetzt interessiert hat, war das Wasser. Ja, mal gucken, vielleicht nehmen wir das ja auch auf die Karte. Das war auf jeden Fall auch in einer Glasflasche und mit so einer schönen Blume des Lebens oben drauf. Jo. So viel dazu. Ich werde jetzt die 3 Tage mal zusammenschneiden. Ich weiß gar nicht, was ich in den ersten Teilen alles erzählt habe. Ja, dann räumen wir weiter auf. Gleich kommt Josef und übernimmt sozusagen dann für die Spätschicht. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich nochmal. Gerade ist unser Nasenschild angekommen. Das wollte ich euch bloß kurz mal zeigen. Tschüss.